Herzlich willkommen hier in Jegischdorf. Es freut mich, dass ihr unsere Homepage gefunden habt und ihr euch für unsere schöne Gemeinde interessiert. In diesem Film werdet ihr in den nächsten paar Minuten erfahren, dass Jegischdorf ganz viel zu bieten hat. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr euch mit eigenen Augen davon überzeugt und euch hier vor Ort von unserer Gemeinde begeistern lasst. Es freut mich, wenn ich euch mal persönlich hier begrüßen darf. Und darum noch einmal, seid herzlich willkommen. Jegenstorf ist eine moderne Agglomerationsgemeinde mit ländlichem Charakter. Wahrzeichen der Gemeinde ist das gleichnamige Schloss. In seiner Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückgehend, zeigt es sich seit 1720 in barocker Schönheit. In 1514 wurde der Grundstein für die Kirche von Jegenstorf gelegt, deren Glasfenster zu den ältesten und schönsten des Kantons Bern zählen. Harmonisch gruppieren sich die Häuser des alten Ortskernes um das schöne Bauwerk herum. Die Lebensqualität ist hoch in Jegenstorf, dem perfekten Bindeglied zwischen Stadt und Land. Zu Jegenstorf gehören die Ortsteile Ballmoos, Münchringen und Scheunen mit ihrem ländlichen Charakter. Fünfzehn Kilometer sind es nach Bern und 22 nach Solothurn. Die Züge des Regionalverkehrs Bern-Solothurn erreichen Bern in nur 14 und Solothurn in 24 Minuten. Das angrenzende Limpachtal ist bequem mit dem Postauto zu erreichen. Und die Autobahnanschlüsse zur A1 und zur A6 sind gerade 4 Kilometer vom Ortskern entfernt. Noch gar nicht so lange ist es her, dass vor allem die Landwirtschaft Ort und Umgebung prägte. Und trotz der allmählich erfolgten Industrialisierung sind Ackerbau, Obstanbau und Milchwirtschaft immer noch von Bedeutung. 36 landwirtschaftliche Betriebe haben sich neben 130 Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben gehalten. 1600 Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze bietet Jegenstorf. Einzelhandelsfachgeschäfte im Ortszentrum tragen ebenso zur hohen Lebensqualität bei, sowie gepflegte gastronomische Betriebe. Allein schon der wunderbare Blick auf die Alpen macht Jegenstorf zu einem höchst attraktiven Wohnort. In allen Preisklassen stehen Wohnungen zur Verfügung. Wunderschöne Wanderwege und Naherholungsgebiete um Jegenstorf schenken Entspannung für Seele und Körper. Aber auch an die 40 Vereine bieten ein großes Spektrum an Freizeitaktivitäten und Geselligkeit. Spielplätze für die Kleinen und Sportanlagen für junge und junggebliebene Menschen komplettieren den hohen Freizeitwert. Vier Kindergärten, drei Schulen und eine Tagesschule stellen das unmittelbare Bildungsangebot der Gemeinde dar. Dazu richtet sich das Unterrichtsangebot der Musikschule gleichermaßen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Vorträge im Kirchengemeindehaus und Ausstellungen im Dorfmuseum. Jegenstorf bietet viel. Ein kulturelles Highlight ist ohne Frage das prachtvolle Schloss mit seinem auch für viele Freizeitanlässe genutzten Park. Das Schloss, unter anderem Museum für bernische Wohnkultur, ist Veranstaltungsort für Musik und Theater, für Vorträge und Kurse. Die Nähe zu Bern gewährleistet die schnellste Erreichbarkeit erstklassiger Spitäler. Jegenstorf selber verfügt über ein hervorragendes Ärztezentrum mit Allgemein- und Spezialmedizinern. Und betagte Menschen finden in der Seniorenresidenz Rotonda in Jegenstorf selbst liebevolle Betreuung.
Kaum einer Schweizer Gemeinde in der Nähe einer Großstadt ist es so wie Jegenstorf gelungen, die Schönheit und den Zauber ländlichen Charakters und organischer Gewachsenheit zu bewahren, trotz aller Offenheit gegenüber den Anforderungen der Zukunft. Lebensqualität bei perfekter Verkehrsanbindung an die Metropole und an die ganze Schweiz. Jegenstorf darf stolz auf sich sein. Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst. Gut möglich, dass Sie bei uns bleiben möchten.